Halt die Medias ab, was geht ab? Heute geht es um Liebeskummer. Ihr habt uns gefragt, was kann man dagegen machen? Wie geht man am besten mit Liebeskummer um? Und darum soll es heute gehen. Jeder kennt das, jeder hatte das schon mal. Es gibt ja dieses eine Mädchen, diesen einen Jungen, der dir besonders gut gefällt. Aber sie oder er steht vielleicht nicht ganz so auf dich, wie du auf ihn. Da kann man nicht viel machen und dann hat man manchmal Liebeskummer. Was man zuerst sehen muss, ist, man hat sich während einer gewissen Zeit nur auf diese eine Person fixiert. Und man hat diese ganzen Gedanken im Kopf, man hat sie sozusagen auf ein Podest gestellt. Oh, sie ist dieses eine Mädchen, diese eine Person. Du verbindest alles, was du jemals von einem Partner gesucht hast, verbindest du in diesem Moment mit dieser Person. Das muss gar nicht unbedingt stimmen. Sie hat oder er hat vielleicht nicht unbedingt all diese Eigenschaften, die du wirklich suchst, aber du idealisierst die Person in dem Moment. In dem Moment ist sie einfach die perfekte Person, es wird nie eine bessere geben. Das sind so die Gedankengänge, die man hat, wenn man Liebeskummer hat, wenn man eigentlich nur diese eine Person, wenn man denkt sich, oh, nie wieder werde ich jemanden finden, der so perfekt zu mir passt. Es passt einfach perfekt. Ich will überhaupt niemand anderen. Und aus diesem Gedankengang muss man erstmal rauskommen. Wichtig ist, wenn man aus Gedankengängen rauskommen will, geht das nur, indem man irgendwas Aktives macht. Wenn du die ganze Zeit zu Hause rumsitzt, dann hast du ganz viel Zeit, über sie nachzudenken, über die Person. Und dann kommst du niemals aus diesen negativen Gedankengängen raus. Manche Leute wollen nicht mal aus diesen Gedankengängen raus. Liebeskummer kann was sein, das kann extrem ansteckend sein. Also man nervt seine Freunde so, oh, ich will dir von ihr erzählen. Und irgendwie will man gar nicht so richtig aus diesem emotionalen Zustand raus. Aber wenn du es willst, dann musst du aktiv was ändern. Das heißt, wenn du Liebeskummer hast, dann mach dir erstmal klar, sie ist nicht die einzige auf dieser Welt. Es gibt diesen Spruch, andere Mütter haben auch schöne Töchter, den finde ich ein bisschen bescheuert, aber im Grunde trifft der den Kern. Geh wieder raus. Lerne andere Leute kennen. Das ist wahrscheinlich das, was du am allerwenigsten machen willst. Du sagst, na, ich will aber niemand anderen, ich will auch die Person. Glaub mir, geh raus, lerne ein paar andere Leute kennen und du merkst, oh okay, andere Leute sind auch unglaublich interessant und so perfekt war die Person dann doch nicht. Du findest wieder einen Vergleichswert. Du hast keinen Vergleichswert, du hast nur dieses Bild von der Person, oh, sie ist perfekt. Hast aber keinen Vergleichswert. Wenn du rausgehst und eine andere Person kennenlernst, hast du wieder einen Vergleichswert und merkst, oh, okay, so unglaublich perfekt und großartig war sie gar nicht. Sie ist eine tolle Person, aber es gibt auch noch viele andere tolle Personen da draußen. Geh raus, lern neue Leute kennen. Außerdem solltest du, und das machen ganz viele, deine Freunde nicht vernachlässigen. Mach viel mit deinen Freunden. Wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, hast du Spaß, dann bist du glücklich, dann vergisst du den Liebeskummer, dann vergisst du die Gedanken an die Person. Mach viel mit deinen Freunden, mach deine Hobbys, geh zum Sport, lenk dich irgendwie ab. Freunde, Sport, Hobbys, vielleicht sogar Arbeit. Lenk dich einfach ein bisschen davon ab und dann kommst du automatisch aus diesen negativen Gedankenmustern raus. Automatisch aus diesem, oh, ich vermisse die Person, ich will sie zurück, oder ich will sie haben, wenn du sie noch nicht hattest. Dann kommst du aus diesen negativen Gedankenmustern raus und dann kannst du auch den Liebeskummer durchbrechen. Wenn du nur zu Hause sitzt und darüber nachdenkst oder nur passive Sachen machst, nur Sachen machst, bei denen du auch darüber nachdenken kannst, über die Person, dann kommst du niemals aus diesen Gedanken raus. Niemals. Du musst es aktiv unterbrechen. Geh raus, lerne neue Leute kennen. Mach was mit deinen Freunden. Die werden sich freuen, dir beizustehen, wenn du Probleme hast. Die werden sagen, hey, komm, wir machen das, wir lenken dich ein bisschen ab, wir machen was Cooles. Die freuen sich mehr, mit dir was zu machen, als sich die ganze Zeit deine Liebeskummer-Scheiße anzuhören. Mach was mit deinen Freunden. Geh deinen Hobbys nach, mache Sport, Arbeit etc. Dann sieh ein, okay, ich muss wieder merken, da gibt es noch was anderes in der Welt. Und ganz schnell bist du abgelenkt, bist du raus aus den Gedankenmustern und der Liebeskummer ist weg. Und das Gute daran ist, wenn der Liebeskummer weg ist, wenn du die Person nicht mehr so dringend brauchst oder so unbedingt haben willst, dann hast du auch eine größere Chance, dass du vielleicht mit der Person wirklich mal was anfangen könntest, weil dann bist du nicht so, du klammerst dich nicht so an diese Person, weil die Person merkt so, ah, der klammert nur, der nimmt nur Energie. In dem Moment bist du dann viel entspannter und das ist dann wirklich eine Grundlage, auf der du theoretisch der Person näher kommen könntest. Also du musst den Liebeskummer überwinden, um vielleicht überhaupt irgendwann mal eine Chance zu haben und um nicht deine ganze Zeit zu verschwenden, über diese ganze Scheiße nachzudenken. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn es dir gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video.
Kommentiert, wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge für Videos, abonniert den Channel und checkt unsere neue Website aus. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag. Geht heute Abend raus, geht heute Abend feiern, lernt neue Leute kennen und denkt immer dran, wenn ihr das nächste Mal auf der Straße eine Person seht, egal ob Mann oder Frau, die euch gefällt, get your ass up und sprich sie an. Wir sehen uns morgen.